27. Januar 1756. Ein historischer Tag für Salzburg und für die klassische Musikgeschichte. In einer Dreizimmerwohnung erblickt ein Junge, der noch am selben Tag im Dom auf den Namen Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart getauft wird, zum ersten Mal das Licht der Welt. Schon im Alter von 4 Jahren erhielt er von seinem aus Augsburg stammenden Vater Leopold Mozart Unterricht in Klavier, Violine und Komposition. Bald darauf war klar, dass der kleine Wolfgang ein außergewöhnliches Talent für Musik besaß. Bereits mit 5 Jahren schrieb er seine ersten Menuette und schon ein Jahr später präsentierte er seine Stücke auf den Bühnen Europas, um sich dem höfischen Adel als das Wunderkind Mozart vorzustellen. Und schon schrieb der übereifrige Komponist unzählige Klavier-, Orchester- und Opernstücke. Darunter die kleine Nachtmusik, der türkische Marsch und die weltbekannte Zauberflöte, nach deren Uraufführung er kurz darauf am 5. Dezember 1791 in Wien auf ungeklärte Weise verstarb. Wolfgang Amadeus Mozart wurde nicht ganz 36 Jahre alt. Anlässlich seines 250. Geburtstages wird die Existenz solcher außergewöhnlichen Kinder und Jugendlichen neu erörtert. Somit stellt sich die Frage, gibt es heutzutage noch Wunderkinder? Ein sonniger Junitag am Holbein-Gymnasium Augsburg. Einmal im Jahr treffen sich die verschiedensten Gymnasiallehrer Schwabens, um eine spezielle Prüfung vorzubereiten. Hier werden die sogenannten Hochbegabten geprüft, also Schülerinnen und Schüler, die in der Kollegstufe sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt haben. Und wie? Ja, die werden eben in 5 unterschiedlichen Fächern geprüft und es kommt auf eine sehr gute Allgemeinbildung an und geistige Beweglichkeit. Was für Abischnitte haben die jetzt so durchschnittlich, die Schüler hier? Das sind meistens Traumnoten, die ich nicht hatte, so im Bereich 1.0, 1.1, 1.2, 1.3. Ich heiße Johannes Assum, ich habe einen Abischnitt von 1.0. Okay, was sind so deine Hobbys und was strebst du für einen Beruf an? Ja, meine Hobbys sind, ich interessiere mich sehr für Sport, also vor allem für Fußball. Ich spiele Tischtennis im Verein und ansonsten, ja, interessiere ich mich auch für Lesen vor allem. Später möchte ich was mit Mathe, Physik machen. Was konkret, weiß ich jetzt noch nicht im Moment. 5 mal 10 Minuten Prüfungsgespräch erwarten die Schüler. Und es geht um einiges. Diejenigen, die diese Prüfung erfolgreich bestehen, die können dann in ein sogenanntes Exzellenzprogramm aufgenommen werden. Das heißt, wenn Sie an die Universitäten gehen, dann bekommen Sie da also eine ganz bestimmte Förderung, nicht nur finanzieller Art, sondern auch in der Weise, dass Ihnen an den Universitäten mit bestimmten Programmen geholfen wird, also zum Beispiel, wenn Sie einen Auslandsaufenthalt machen wollen. Ja, meine Hobbys sind erstens Musik. Ich spiele gern Saxophon, habe dann die ungewöhnliche Vorliebe für Jazzmusik, aber mein Gott, jeder hat Fehler. Dann ansonsten noch ein ungewöhnliches Hobby, ich spiele Schach im Verein und bin da auch Jugendtrainer bei uns im Verein, aber so ungewöhnlich ist es auf der anderen Seite dann doch wieder nicht. Die rund 40 hochintelligenten Schüler aus dem Regierungsbezirk Schwaben haben also an diesem Tag die Chance auf eine von 30 begabten Stipendien. Ob diese Einser-Abiturienten allerdings auch Wunderkinder sind? Würden Sie jetzt diese Kinder hier als Wunderkinder bezeichnen oder schlichtweg als begabte, hochintelligente Schüler? Die Schülerinnen und Schüler, die sich hier dieser Zusatzprüfung stellen, sind sicher Menschen, die sich sehr interessieren, die sehr hart an sich arbeiten und eben auch sehr konsequent arbeiten. Wunderkinder, das klingt immer so, als ob man ohne jede Anstrengung tolle Ergebnisse erzielen könnte. Das ist meiner Einschätzung nach nicht möglich. So.
Also ich mache das jetzt nicht zum ersten Mal und die ich bis jetzt selber erlebt habe, die waren keine Wunderkinder, weil unter einem Wunderkind stellt man sich ein Kind vor, also stelle ich mir ein Kind vor, mit so einer Inselbegabung, was ganz fantastisch Klavier spielen kann oder irgendwas anderes wirklich phänomenal besser als alle anderen kann. Und das kann ich nicht beurteilen bei denen. Was ich aber weiß, ist, dass die in so vielen verschiedenen Fächern so gut sind. Und jetzt eben nicht nur in einem Bereich so Wunderkinder in Anführungsstrichen sind. Und deswegen würde ich sagen, es sind einfach intelligente, junge Menschen, so wie man sich's wünscht. Okay, danke schön. Am selbigen Abend findet sich sogar noch die Gelegenheit, die Meinung einer prominenten Person zu diesem Thema einzuholen. Okay, Frau Stoiber, wir leben ja im Mozart-Jahr 2006 und Mozart war ja bekanntlich ein Wunderkind. Und nun stellt sich die Frage, die liegt quasi auf der Hand, ob es heutzutage auch noch Wunderkinder gibt. Das kann ich mit Ja beantworten. Wahrscheinlich nicht so viele, die in Musik so fantastisch sind wie Mozart, aber in Mathematik oder auch wie Lang Lang, der weltbeste Klavierspieler. Also es gibt Wunderkinder in unserer Welt. Also, aber Wunderkinder sind da. Man braucht nur die Zeitung aufzuschlagen, dann kann man das verfolgen. Gut, danke schön. Bitte schön, wiedersehen. Der Begriff Wunderkinder wird also hauptsächlich auf solche junge Leute bezogen, die eine ganz besondere Begabung in einem bestimmten Gebiet aufweisen. Wie zum Beispiel der mittlerweile 16-jährige Schachprofi Magnus Carlsen oder die 17-jährige Golfmeisterin Michelle Wie. Justus von Liebeck Gymnasium Neusses. Ein kleiner 11-jähriger Junge stellt mir seinen selbst entworfenen Roboter vor. Ich bin der Maximilian Reif, bin 11 Jahre alt und ich bin in der Klasse 5e. Also der Roboter hier, der tut in dem Feld, weicht er den Minen aus, fährt nicht auf über die schwarze Linie drüber, fährt nicht da raus und muss diesen Schatz erkennen. Das ist ein Magnet und den muss er erkennen, aufheben und dann muss er den auf der schwarzen Linie zu dieser weißen Markierung bringen. Das ist das Ziel für ihn. Die Aufgabe des Schatzsucheroboters klingt noch relativ einfach. Keineswegs einfach ist allerdings der Aufbau und die Funktionsweise der Maschine. Also das hier ist mein Roboter von oben. Das sieht man hier, das ist die Energieversorgung, das ist der Akku. Hier oben ist der Hauptcomputer, das Robo-Interface, das ist ein Baustein, das gibt es schon fertig von Fischertechnik. Die beiden Lichtsensoren, die dienen der Rand- und Minenerkennung, dass er nicht rüberfahren darf. Die Redkontakte werden gebraucht, um den Schatz festzustellen und der Elektromagnet, um ihn aufzuheben. Da gibt es hier ein Stützrad, das ist schön beweglich, damit es sich in alle Richtungen drehen kann, damit er wendiger ist. Wir haben es auch schon ausprobiert mit 4 Rädern und hinten ein Differentialgetriebe. Das hat aber den Nachteil, dass wenn der Roboter enge Kurven machen muss, dass er dann nicht rumkommt. Das aufgebrachte Engagement des Nachwuchsinformatikers ist erstaunlich. Ich habe an dem Roboter ein halbes Jahr gearbeitet, bis der komplett fertig war mit Ausstattung und Programm. Am Programm habe ich an 3/4 Jahr gearbeitet. Hast du ihn allein oder mit Hilfe gebaut? Den Roboter habe ich ganz allein gebaut und ja. Mit dem Projekt Roboter auf Schatzsuche hatte Max auch einen Riesenerfolg beim Wettbewerb Jugend forscht und erstaunte dort die Jury mit seiner spannenden Erfindung. Mit dem Roboter da unten, mit dem habe ich schon mitgemacht und ich bin auch im Regionalwettbewerb mit dem weitergekommen und im Landeswettbewerb bin ich Zweiter geworden. Für die Verwendung seines Roboters hegt der kleine Max natürlich auch schon Pläne. Also in echt könnte der Roboter zum Beispiel bei einer Minensuche eingesetzt werden. Der entschärft dann Minen oder bei einer richtigen Schatzsuche oder bei Aufräumungsarbeiten in verseuchten Gebieten oder auf fremden Planeten zum Beispiel. Und sein Berufswunsch passt ganz und gar zum Thema. Also ich will später mal Informatiker werden. Es gibt so viele Kinder und Jugendliche mit den verschiedensten Interessen und Hobbys. Allerdings ist auf jedem Themengebiet natürlich immer eine entsprechende Förderung nötig, um besondere Begabungen auszureifen.
es steckt in jedem etwas. Mhm. Vielleicht im Geheimen. Man sollte das herausfinden, die Eltern zum Beispiel, und diese Richtung fördern, weil von 10 Sportarten, die ich versuche, oder von 10 Instrumenten, ist vielleicht nur eines. Und durch das viele Probieren, in welche Richtung eben man persönlich begabt ist, und das immer das Probieren, wird man dann herausfinden, dass man für sich persönlich irgendwo der Beste ist, ja, oder für seine näheren Bekannten. Und auch wenn es im Stillen ist, hat man selbst dann irgendwo die Genugtuung, das habe ich geschafft, aber ein anderer nicht. Der St. Anna Kindergarten in Dinkelscherben. Was macht Ihnen an diesem Job besonders Spaß? Wenn man mit Kindern umgeht, dann sieht man einfach, dass die echt sind, dass sie noch unverfälscht sind, dass sie unverdorben sind und dass man immer weiß, woran man ist. Was macht jetzt diese Kinder, vor allem jetzt in diesem jungen Alter, noch so besonders? Ja, wie ich gerade gesagt habe, diese Unverfälschtheit. Wenn sie traurig sind, sind sie traurig, und wenn sie glücklich sind, sind sie glücklich, und dann lachen sie und dann weinen sie und du weißt halt immer, woran du bist. Und wenn du, ja, sagen wir mal, draußen in Anführungsstrichen einen Beruf hast, dann ist es halt so, ja, da ist es oft verfälscht. Da weißt du dann einfach nicht, ist der jetzt nett zu mir oder nicht nett, weil man, ich sage immer, die Menschen haben eine Maske auf, gell, und die Kinder nicht. Okay, danke. Letzte Frage, würden Sie jetzt die Kinder hier als Wunderkinder bezeichnen? Ich würde sagen, dass Kinder im Allgemeinen, ob mit besonderem Förderbedarf oder altersentsprechend entwickelte Kinder, alle besonders sind. Die Menschen sind an sich besonders. Man muss bloß genau hingucken. Okay, danke schön. Während des Aufenthaltes im Kindergarten merkte man, dass die Kinder scheinbar ohne Sorgen und Probleme miteinander spielen und Spaß haben. Eine Eigenschaft der Gelassenheit und Sorglosigkeit, die leider mit zunehmendem Alter schwindet. Ah, jetzt weiß ich doch. Noch ein letztes. Ich habe viele Freunde. Den Zuli so da. Jeder Mensch hat seine Stärken und Schwächen. Jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat verschiedene Talente und Vorlieben. Und genau diese Vielfältigkeit macht jeden Einzelnen zu etwas Einzigartigem und Besonderem. Eins steht allerdings fest: Für jede Mutter und jeden Vater ist das eigene Kind immer noch das Wundervollste.